Einen wunderschönen guten Abend hier im Herzen der Altstadt Mönchengladbachs zu Kitchen Talk Nummer 10. Schön, dass ihr dabei seid bei YouTube und bei City Vision. Klasse, dass ihr dabei seid in der Kulturküche zu 64 Minuten und 49 Sekunden, die prall gefüllt sein werden mit Geschichten, nicht nur was den Fußball und Borussia Mönchengladbach betrifft, sondern auch das Leben allgemein. Die beiden, die wir heute zu Gast haben, die haben etwas zu erzählen. Bevor wir aber zu unseren Talkgästen kommen, möchte es nicht versäumen, den Mann vorzustellen, der darauf achtet, dass alles hier mit rechten Dingen zugeht, dass 64 Minuten und 49 Sekunden nicht überschritten werden und der sowieso einfach unersetzlich ist. Hier ist mein Freund Christoph, besser bekannt als der Timinator. Guten Abend. Hallo. So. Vielen Dank. Zwei Sachen. Zum einen, Kenner der Sendung haben sicher bemerkt, dass ich auch ein Upgrade erfahren habe. Ich bin weg vom T-Shirt und habe es zum Polo geschafft. Das ist schon mal danke für euch. Auch ja, ist Winter, ne? Ah, okay. Und zum anderen, ich achte zwar sehr, sehr streng auf die Zeit, aber heute sollte jemand irgendwas nicht verstehen, was der Kaste erzählt. Handmeldungen, ich werde da ein bisschen gnädig sein, Zeit stoppen und wir würden das nochmal übersetzen. Ansonsten, bin ich soweit? Ja, Christoph, du darfst dich widersetzen, aber nicht mir. So, und dann heißt es 64 Minuten, 49 Sekunden, ab. Unser Timer läuft jetzt. Und umso mehr freue ich mich, die Zeit ausnutzen zu können für Gespräche mit dem Mann, der hat Waden geknetet. Wahrscheinlich nicht nur seine eigenen, sondern auch die von Netzer Vogts und Heinkes Jupp und von wem auch immer. Das wird er uns mit Sicherheit erzählen. Hier ist der Mann, der einfach Kult ist. Damals Masseur, heute heißt das Physiotherapeut. Hier ist Charlie Stock. Charlie, dein Mikrofon, du merkst es, deine Liebe wird erwidert, die Liebe, die du den Menschen die Jahre entgegengebracht hast. Sie haben dich nicht vergessen, auf gar keinen Fall. Ich sehe sie, ja. Möchte zuerst mal sagen, ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Schön kann ich nicht, also gestellst auch nicht. Also ich erzähle so, wie es mir einfällt, ja? Einverstanden, ja. Einverstanden. Dann passt du genau zu dem Mann, der jetzt die Bühne betreten wird, denn auch er redet so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Das werden wir gleich mit Sicherheit sehen. Mit seinen Schüssen werden heutzutage noch Freistoßtore verglichen, die einfach in den Winkel einschlagen. Was erzähle ich? Hier ist er! Christoph hat ihn schon angekündigt. Thomas Kaste, Kastenmeier! Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Wir fangen sofort an, wie immer, mit unserer Rubrik Nummer 1. Das ist der halbwahre Lebenslauf. Teilweise einfach bei Wikipedia abgeschrieben, teilweise auch von Weggefährten erzählt. Charlie, ich möchte dich bitten anzufangen. Der halbwahre Lebenslauf von Charlie Stock. Soll ich den vorlesen? Ja, bitte. Unter dem Namen Karl-Heinz muss ich dazu sagen, alle meine Väter hießen Karl. Und meine Mutter sagte also, du kannst doch dieses Würstchen nicht Karl nennen. Und hat dann also ein Heinz dran gehängt. Deswegen heiße ich also Karl-Heinz. Wurde ich am 11.04.1936 in Weimar, das stimmt zwar nicht, geboren, ich bin Berliner. Ich verbrachte Teile meiner Jugend in Berlin, ehe mein Beruf als Masseur mich später ins Allgäu führte, wo ich in einem Hotel arbeitete. Im Alter von 26 Jahren wurde ich hier entdeckt vom damaligen Schatzmeister an den Niederrhein zu Borussia Mönchengladbach gelockt. Trotz widriger Arbeitsbedingungen blieb ich gerne hier und trug nicht nur mit meinen Händen, sondern vor allem auch mit Rat und Tat dazu bei, dass Netzer Vogts und Co. große Erfolge feiern konnten. Hier in Mönchengladbach bekam ich auch den Spitznamen Charlie verpasst
unter dem ich viele Gladbach-Fans auch heute immer noch kenne. Meine Massagebank ist ein bisschen wie Las Vegas. Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Und was in meinem Massageraum gesprochen wurde, blieb auch dort. Andernfalls hätte ich sicherlich das ein oder andere Buch mit Anekdoten füllen können. Aber wer weiß, vielleicht erzähle ich die ein oder andere ja auch heute im Kitchen-Tag. Da würde ich mich freuen. Charlie Stock. Bin ich gespannt. So, der halbwahre Lebenslauf von Thomas Kastenmeier, bevor wir ins Detail gehen und gucken, was gelogen, was halb war und was stimmte. Also, am 31. Mai 1966 wurde ich in München als Thomas Kastenmeier geboren. Und entgegen anderslautender Meldungen wurde ich nicht mit Weißbier großgezogen. Mein erstes Wort war Ball. Und noch bevor ich überhaupt laufen lernte, konnte ich schon schießen. Bei meinen Übungen ging es um manche Scheibe zu Bruch, deshalb verlagerte ich mein Fußballtraining in den Vereinssport und spielte zuerst beim SV Hardegg München und dann beim Übertshofen, ehe ich zu den Bayern wechselte. In meinem ersten Bundesligaspiel schoss ich sofort ein Tor und wurde in meiner ersten Saison auch gleich deutscher Meister. Dass ich anschließend zu Borussia Mönchengladbach wechselte, hat aber nichts damit zu tun, dass die Stadt mal Mönchengladbach hieß. Ich trainierte diverse Vereine und bildete unter anderem Spieler wie Eugen Polanski, Tobias Levels oder Johannes Vandenberg aus, die den Sprung in die Bundesliga schafften. Auch heute noch bin ich dem Fußball treu. Ich leite meine eigene Fußballschule und kicke hin und wieder selbst in der Weißwelle und bin noch topfit. Dass Jogi Löw mich nach dem Rücktritt von Philipp Lahm zum Comeback überreden wollte, ist allerdings nur ein Gerücht. Ja, da hat er nicht angerufen. Das war der halbwahre Lebenslauf von Thomas Kastenmeier. Charlie, du hast eben schon sofort gesagt, Weimar stimmt nicht. Das hatte ich tatsächlich im Internet gelesen. Ich wusste, dass du auch in Berlin warst. Ich habe gedacht, du wärst nur dort groß geworden. Geboren bist du auch dort. Ja. Also von Internet halte ich nun persönlich überhaupt nichts. Ich habe keins und brauche auch keins und werde auch keins haben mehr in meinem restlichen Leben. Aber ich bin in der Nähe, meine Vorfahren sind in der Nähe von Weimar entstanden. Und wir haben natürlich Weimar als Kulturstadt verehrt. Aber geboren bin ich, wie gesagt, in Berlin im Jahr der Olympiade 1936. Und wie bist du dann nach Bad Wörishofen gekommen? Auch das haben wir gehört, im Allgäu. Naja, das war ich bin ja ein Alt-Ossi. ein langer Weg, ein relativ weiter Weg. Ich bin 1958 dann vom Osten, ich habe ja diesen drei Buchstaben nie ausgesprochen, Ostzone war das für mich immer, nach West-Berlin gegangen, da gab es noch keine Mauer, 58, dann später über West-Berlin, dann ins Rheinland, nach Boppert, habe dort meinen Beruf gelernt. Nächste Station war dann Bad Wörishofen, ein sogenanntes, heute würde man sagen, ein VIP-Hotel, in dem zum Beispiel der Schah von Persien abstieg, oder der damalige Außenminister von Brentano oder Herrn Lodenfrei oder hier der Karren aus Düsseldorf. Aber den Schah hast du auch geknetet? Den Schah hat mein Chef geknetet. Nee. Ich habe einen doch relativ bekannten Mann geknetet, einen John Knittel, ein Dichter, Schriftsteller, der ein Muslim war und der sich dort Ramadan-mäßig eben bewegte. Pferd ritt, vom Pferd fiel und ich musste den hinterher dann immer wieder aufrichten und wieder in Ordnung bringen. John Knittel, vielleicht hat es schon mal jemand gehört. Ja. Du hast dich Richtung Thomas Kastenmeier bewegt, der ein bisschen später geboren wurde, in der Nähe von München, wie wir gerade gehört haben, Kaste. In München groß geworden. War für dich immer klar, dass du Fußballer werden willst? Nicht in der Nähe von München, sondern direkt in München. Zentrum. Ja, es hat sich eigentlich relativ früh rauskristallisiert, dass ich Fußball spielen wollte und dass ich da ein bisschen was kennen habe und dann so ist es dann die Jahre hinweg immer besser geworden. Bin dann auch schon als kleiner Bub zu Bayern gewechselt, habe also in dem Verein alles mitgemacht, von der E-Jugend bis zum Balljungen im Olympiastadion und bis zum Amateurspieler bei dem Club und bin dann im Endeffekt, ich war ein Fan und Kurve in der Bayern heißt Südkurve, ja, und irgendwann war ich halt dann auf dem Zeitpunkt, wo sie mich dann mal eingewechselt haben, unter anderem Jupp Heynckes war natürlich mein Trainer. Ja, und dann hat es gleich im ersten Spiel geklappt, wie ich vorher vorgelesen habe, habe gleich ein Tor geschossen und dann
habe ich meinen Traum erfüllt gehabt, im Münchner Olympiastadion mal für Bayern zu spielen und habe mir dann gedacht, nach 2 Jahren, ich muss meine Zelte da abbrechen und irgendwo anders helfen. Und dann bin ich hierher gekommen. Und, ja, gerne. Hast die Meisterschale noch mitgenommen, direkt, also zumindest gedanklich mitgenommen. Du hast auch einige Meisterschaften feiern können mit Borussia Mönchengladbach, aber bevor es soweit war, wir haben das eben gehört, hat der Schatzmeister dich aus Bad Wörishofen nach Gladbach gelockt. Wie hat er das gemacht? Wie ist das passiert, Charlie? Ja, das war ein relativ wohlhabender Mann, der kam 2-mal im Jahr zur Kur und hat mich also jedes Mal nach meinen Plänen gefragt. Und ich habe jedes Mal gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich nach Hamburg gehe oder egal wo. Und der bestand aber darauf, dass ich mit ihm nicht nur Kontakt behielt, sondern ihm also irgendwie mal eine konkrete Antwort geben würde. Und also beim 4. Mal, den ich mich dann fragte und ich dann gefragt habe, wie man immer sagt, Mönchengladbach, wo ist das dann? Heute sagt man das dann, also das konnte damals auch keiner dir erklären, kann ich auch heute noch nicht, aber egal. Ja, und dann machte der mir also ein finanzielles kleines Angebot, 350 Mark, und Sie können mich massieren, und meine Frau, meine Schwester, und nur das ich wen noch alles noch. Und da können Sie sich selbstständig machen, können Sie leben von Jut. Und dann habe ich mir das überlegt, habe das also als konkret angenommen und bin diesem Ruf gefolgt. Hatte damals ein VW mit dem kleinen Fenster hinten drin. Und bin dann also hier hoch, da gab es die 61 noch nicht, noch hier über die Dörfer kutschiert, bis ich dann irgendwann ankam, am 31. August 1962. Am 1. September war dann mein erster Arbeitstag bei der Borussia. Da gab es noch keine Bundesliga, das war noch alte Oberliga West. Und ich habe also noch ein Jahr Oberliga West als Masseur der damaligen Mannschaft gearbeitet. Aber das war ja schon relativ fortschrittlich eigentlich also ich glaube, es gab damals noch keine Assistenztrainer sogar, aber Borussia hatte dann schon eigenen Masseur. Wart ihr da der Zeit voraus, oder? Ja, wir hatten sogar 2 Masseure, denn ich musste einen ablösen oder sollte einen ablösen, der aber gar nichts davon wusste, dass er abgelöst werden sollte. Und der Trainer hieß damals Fritz Langner und der hatte keinen Kontakt zu diesem Masseur gefunden und hatte wohl scheinbar auch diesem Schatzmeister gesagt, wenn du mal irgendwo einen findest oder wenn sie mal irgendwo einen finden, dann nehmen sie den mit. Und dann vollzog sich also ein Wechsel in der Massagekabine, Kabäuschen will ich mal sagen. Der war vielleicht 4 Quadratmeter groß, dieses Räumchen. Und dann sagte der zu dem Kollegen, meinem Arbeitskollegen, und Sie gehen jetzt zu Hause auf Schlesisch, und Sie machen jetzt hier weiter, ich. Und dann lag der Manni Orzesek auf der Massagebank und dann knetete der ihm die linke oder die rechte Wade und sagte dann zu mir, und Sie brauchen nur diesen zu machen. Machen Sie diesen und mehr nicht aus. Und das habe ich dann eben 30 Jahre getan, ja. 30 Jahre. Kaste, hat er dich eigentlich mal auf der Bank gehabt? Warst du mal bei ihm auf der Bank, außer bei der Weißweiler Elf? Nein. Wir kennen uns jetzt schon 24 Jahre und als ich damals gekommen bin, war er ja noch Physiotherapeut, war er ja noch Chef bei uns zuständig und dann ist erst schon langsam der Wechsel vonstatten gegangen. Da kann, glaube ich, Wolfgang Stiel vor. Fakt ist aber, dass wir beide eine andere Beziehung haben, sondern es gab ja damals wenig Geld bei der Borussia. Ja, das meiste haben sie ausgegeben für meine Ablösesumme. Und dann haben wir den Rolli damals gefragt, ja, wie machen wir denn das mit dem Umzug? Nach 4 Wochen, wo ich im Hotel war. Ja, der Charlie macht das schon. Ja, ich wusste ja, du bist dahin noch nichts. Ja. Es hat geheißen, der Charlie macht alles. Charlie hat dann den LKW geholt, hat den LKW gefahren. Dann war noch ein Fanbeauftragter dabei, der damalige, und noch ein Fan aus der Nordkurve. Und da sind sie zu dritt hochbrettert nach München und haben den Umzug gemacht. Ein Riesenchaos. Es ist kein Glas. Es ist kein Glas und kein Spiegel und nichts dabei kaputt gegangen. Es ist alles hier heil angekommen. Nur als wir dann mit dem LKW vor dem Haus gestanden sind, wo ich gewohnt habe, hat der eine gesagt, der eine war schon nicht mehr dabei und der andere hat gesagt, er kann die Couch nicht tragen. Und das war eine 15-Mann-Couch, so um die 3 Ecken rum und die war aus Stoff, er hat eine Allergie. Naja, dann habe ich halt alles selber reingetragen.
Ja, aber man sieht, hat sich nichts verändert im Fußball. Ne? So, also du hast, wir haben es gerade gehört, dich um alles gekümmert. Du hast gekocht, habe ich gelesen, auch teilweise. Naja, ich war für die Versorgung der Spieler eben verantwortlich von den Trainern aus, schon vom ersten Trainer aus und dann unter den späteren sowieso, meinem Spezi, Jupp Heynckes, und habe mich dann immer in der Küche eben nicht nur gezeigt, sondern eben auch mitgemacht und das, was meiner Meinung nach damals richtig war, eben auch umgesetzt. Heute ist das natürlich eine Wissenschaft für sich, diese Ökotrophik, die zählte damals noch nicht. Bei uns gab es also auch schon mal eine Schweinshaxe oder irgend so etwas, was heute unvorstellbar ist. Trotzdem haben wir, du sprachst gerade von den Meisterschaften, 5 Meisterschaften geholt. Ich habe sie eben alle mit passiv mitgemacht. Ich habe in meinem kurzen Leben noch nie gegen einen Ball getreten. Ich habe die nicht mal geholt, wenn die irgendwie über einen Zaun flogen oder so. Weil das sollten die euren Fußballer dann schon selber machen. Ne? Hat er sich nie ins Fußballerische eingemischt, Kalse? Nein, eigentlich nicht. So wie ich weiß, war da nie irgendwie ein Punkt. Es hat schon gereicht, wenn du ihn nach einer Niederlage ins Gesicht geschaut hast, dann wusstest du schon, da sagst du lieber nichts. Über was hat man dann geredet oder redet man da auf der Massagebank? Naja, über viele private Dinge natürlich. Jeder hatte ja seine Sorgen und es gab ja nicht so wie heute eben Spielerbetreuer, die gab es noch gar nicht. Der erste kam hier aus Gladbach, das war der Flippi gewesen, der damit angefangen hat. Und dann später andere natürlich. Und es gab auch keine Mannschaftsbetreuer. Das musste eben alles der doofe Masseur machen. Das war ganz selbstverständlich. Das verlangten die Trainer. Und ich habe das sehr schnell begriffen, muss ich sagen. Und habe, weil ich auch kein aktiver Fußballer war und überhaupt kein Sportler oder irgend sowas in dieser Richtung, und habe dann gedacht, du musst dich aus diesem Fußball raushalten. Und habe also nie in meinem ganzen Arbeitsleben mal einen Kommentar gesehen, das war ein toller Ball und den hast du mal gut getroffen, aber das war doch ein Scheiß und was weiß ich. Deswegen habe ich also auch mit den Trainern, mit allen, mit Dennis Weisweiler, Udo Lattek, Jupp Heynckes, Fritz Langer, nie irgendwo eine Schwierigkeit gehabt, was den Umgang miteinander. Sie haben mich so akzeptiert, wie ich war. Der ist doof, also ich meine Fußball doof. Und das genügte mir und damit konnte ich gut leben. Heutzutage ist es wahrscheinlich auch schwieriger. Heute muss ein Masseur wahrscheinlich 25 Sprachen können, um für alle Seelenmasseur zu sein. Ja, aber wieso? Bei Kaste muss das ja auch. Also 2 oder 3. Ich würde gerne mit das euch... Das Problem beim Masseur ist ja so, wenn der mal 10, 15 Jahre dabei war, dann ist er eigentlich unkümper, weil er dann so viel weiß von alle. Hast du tatsächlich nie überlegt, mal ein Buch zu schreiben? Naja, ich bin von Kollegen von dir also angegangen worden, mal mich zu äußern. Und ich wollte eigentlich mit Jupp Heynckes oder er mit mir, mit meiner Hilfe, mit meinem Gedächtnis. Aber ich habe das also abgelehnt, denn wenn, dann müsste ich also schon in Schubladen greifen, die eigentlich verschlossen bleiben müssen bis zum Ende. Und so habe ich mich verhalten und verhalte mich auch weiterhin so. Da hat gerade jemand gesagt, schade. Ist das denn so, wenn heutzutage Fußballer zum Beispiel ein Buch schreiben, ich denke an Philipp Lahm zum Beispiel, der dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie sieht man das als ehemals aktiver Fußballer? Ist das so ein No-Go? Also ich finde es scheiße, ja, ehrlich. Wenn ich dann noch dazu ein paar Kollegen anschwärze, oder ich meine, wenn es nicht zu tief geht, dann geht es ja noch einigermaßen. Aber für was schreibe ich dann ein Buch? Da sagen sie oft, sie sagen die Wahrheit oder sonst, oder die blanke Wahrheit oder nackte Wahrheit oder wie es auch immer heißt. Ja, und dann kommt nur Pillepalle. Ja, super, entweder man macht es gescheit oder man macht es gar nicht. Also lass es lieber sein. Okay. Ich würde jetzt gerne mit euch beiden den Turbo-Talk veranstalten. Das bedeutet, ich fange einen Satz an und bitte euch immer abwechselnd diesen Satz zu beenden. Fangen wir an mit Charlie Stock. Mein Lieblingssänger ist...
Uiui. Oder Lieblingsband? Na, ich bin Jazz-Fan, also ich bin kein Rock-Pop sowieso. Also Ella Fitzgerald, würde ich sagen. Jeden Tag essen könnte ich? Schweinsbraten mit Knödel. Wenn ich den lieben Gott treffen würde, dann, Charlie? Ja, da würde ich ihn fragen. Ich hätte nicht gedacht, dass es dich gibt. Gar nicht leiden kann ich. Jetzt auch nicht preisen. Schwätzer. Im nächsten Leben? Nee, ist genug. Das letzte Mal Tränen gelacht habe ich. Eigentlich noch nie. Ich bin ein guter Zuhörer. Ich bin ganz schlecht im Hochdeutsch reden. Den Fernseher, Charlie, schalte ich ab, wenn? Den habe ich vor 40 Jahren schon abgeschafft. Das wird City Vision freu. Mönchengladbach ist eine ganz tolle Stadt. Ich werde schwach bei. Bei gutem Essen und guten Getränken. Mein Lebensmotto lautet: Mit ein bisschen Lachen geht's immer besser. Ich bin stolz auf meine Tochter. Unsere Tochter. Ich war noch nie in einem Das sprich ich jetzt nicht aus. Wenn ich eine Sache rückgängig machen könnte, dann Uiui. Ich möchte eigentlich alles so wiederholen, würde alles wiederholen, was ich gemacht habe. Das war alles aus meiner Sicht heraus richtig. Schön, wenn man sowas sagen kann. Total überflüssig, finde ich. Knieschmerzen. Mein Lieblingsfußballer ist Jupp Heynckes. Meine Lieblingsmusikgruppe ist Van Halen. Fußball finde ich toll, ja. Wenn ich Bundestrainer wäre, würde ich die restlichen Spiele in der Quali gewinnen. Noch nie erzählt habe ich das. Weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Kannst du oder willst du nicht? Ja, den Rest behalte ich für mich. Okay. Ja. Mein Lieblingsfangesang oder Anfeuerungsruf ist oder war? Ja, Samstagmittag. Die Elf vom Niederrhein. Ja, wunderbar. Dankeschön. Unser Turbo-Talk, du hast eben gesagt, Charlie, bei gutem Essen werde ich schwach. Was ist für dich gutes Essen? Naja, also erstmal ein gutes Grundprodukt, egal ob Fleisch oder auch Gemüse und also nicht die überzüchteten Dinge, die richtigen Gewürze und Kräuter dazu und die richtige Beilage dazu. Fettarm, fettmager. Ich habe mal wesentlich mehr gewogen, als ich heute auf die Waage bringe. Das war einfach auch zu fett und zu unüberlegt gewesen und gegessen und verzehrt. Bei den Getränken ist es ähnlich. Man sollte als überlegener Mensch
nicht zu sehr sparen. Ich meine, die Supermärkte müssen auch leben, das ist klar. Ich kaufe auch im Supermarkt bei Real. Aber man sollte, wenn man sich, besonders dann, wenn man es auch finanziell sich leisten kann, sich leisten können, etwas Besseres auf den Tisch zu stellen. Du hast mehr gewogen, war die Schweinshaxe schuld, die Kaste immer angebracht hat? Ja, mein Höchstgewicht war mal 108 Kilo. Und da haben wir mal irgendwann ein Spiel auf dem Böckelberg noch verloren. Und ich war rund und mollig und Quollen überall. Und dann rief mir ein Fan im Tunnel beim Ausgehen nach: Und die dicke Su wird auch immer fetter. Und das saß also so tief und fest, dass ich also direkt eine Abmagerungskur gemacht habe mit 15 oder 20 Kilo, ja. In Gladbach werden sogar die Masseure beschimpft. Aber ich kenne da auch zwei Geschichten. Wir haben mal früher einen Betreuer gehabt, einen Gerd Schommen, ja, ein Ur-Gladbacher. Und der war unser Betreuer und war immer fürs Essen zuständig. Und wir haben ja immer gut gelebt und immer dieses Steak. Und es hat halt irgendwann mal gelangweilt und dann sind wir nach München gefahren. Und dann haben wir gesagt: Gerd, du musst was machen. Ja, wir haben schon zwei oder drei miteinander verloren gehabt. Du musst was machen, du musst das Essen ändern. Ja, und dann gab es an dem Abend Ente. Und dann haben wir diese Ente da weggeputzt mit den Knödeln und so und haben am nächsten Tag bei 60-4-0 verloren. Da haben wir wenigstens gesagt: Gerd, das Essen war wenigstens super bei dem Ausflug. Ja, da gab es Ente und Schweinshaxe. Heutzutage noch vorstellbar, Kaste? Du hast Kontakt noch zu aktuellen Spielern? Naja, ich sag mal so, ich bin ja aufgewachsen damit. Also damals, ich hatte nie, der Müller-Wohlfahrt hat mich zwar immer zusammengeschissen, weil meine Werte immer schlecht waren, aber ich hatte nie eine Muskelverletzung oder sonst irgendwas. Ja. Also ich glaube, das Einzige, was die Schweinshaxen oder der Schweinsfront immer angegriffen hat, war mein blödes rechtes Knie. Ja, das ist, irgendwas ist da immer reingegangen. Ja, deswegen war da immer der Schaden, aber im Endeffekt, natürlich lebst du als Ex-Profi oder als Profi lebst du natürlich, dementsprechend kriegst du ja dein Essen vorgesetzt. Ich glaube, heute ist es noch wesentlich schlimmer wie früher. Würdest du denn gerne heutzutage noch aktiver Profi sein? Sofort. Ich möchte noch mal 18 sein mit der Qualität, die ich zum Schluss gehabt habe. Würde ich. Denke ich mal, ohne zu übertreiben, würde ich Millionen verdienen. Bei dir, Charlie, wärst du gerne heute noch hautnah dabei? Heute heißt es ja dann nicht mehr Masseur, sondern Physiotherapeut. Physiotherapeut, ja. Ich würde alles wieder so machen, wie ich habe es vorhin schon mal gesagt und wiederhole mich, wie ich es gemacht habe. Natürlich also auch mit den Kanonen, die in damaliger Zeit eben da waren. Mit den heutigen kann ich also auch von den Namen teilweise, und die wechseln auch heute so häufig, dass ich da nicht mehr viel mit anfangen kann, muss ich ehrlich sagen. Du hast eben gesagt, Internet magst du nicht. Wie sieht es denn aus mit Selfies und Handys sozusagen? Mittlerweile wird ja alles dokumentiert. Auch. Ja, ein Handy habe ich tatsächlich, aber das ist meist so versteckt, dass ich also dann warten muss, bis mal irgendeiner anruft und sich das Ding dann irgendwo meldet. Nein, ich habe also mit den heutigen Dings und diesen Apps und diesem ganzen Kram, ihr dürft nicht vergessen, ich bin ein Jahr fehlt mir an 80, ne? Da ist Ende, da fängt man nicht nochmal mit irgendwelchen Dingen an, die also der Jurend gehören. Ist Jurend hier? Ja, hier ist Jurend, ja. ich bin abgestandener alter Mann und ich brauche also von der heutigen Technik effektiv nichts mehr. Und dich, Kaste, würde das auch nicht davon abhalten heute? Ich dachte eigentlich, dass wir beide eingeladen worden sind, weil ich bin nächstes Jahr 49 und er ist 64. Nein, ich muss das die umeinander spielen. Ich habe natürlich auch mein Handy und mein iPhone, aber ich muss da nicht umeinander spielen. Recht groß kenne ich mich auch nicht damit aus. Mir reicht es, wenn ich damit telefonieren kann und ab und zu mal SMS verschicken kann oder sonst irgendwas. Aber wie ist das denn zum Beispiel, du hast ja eine eigene Fußballschule und trainierst viel, gerade mit Jugendlichen und Kindern. Ich glaube, 6 bis 15 ist so das Alter, mit dem du dich hauptsächlich beschäftigst. Haben die teilweise dann beim Training noch ihr Handy dabei oder sagst du vorher, Handy ist weg? Achtest du auf sowas? Nein, das Handy müssen sie dabei haben, weil ich ihnen ja sage, dass aufgrund, wenn sie meinen Namen eingeben bei YouTube, dann sehen sie mein Freistoßtor in Bochum, das Tor des Monats.
Und daraufhin ist ja die Zeitlupe erfunden worden und das müssen Sie dann alle immer gleich nachschauen. Natürlich kriegt man es mit, wenn die heutzutage so umeinander rennen und sie kennen uns ja, sagen wir, wenn du da 60, 70 vor dir stehen hast, bei den Schulen oder was, ich hatte glaube ich letztes Jahr um die 1000 Kinder und dann von Namen her kennst du nicht mehr, die Eltern kennen dich noch und dann Namen geben sie natürlich ein und heutzutage ist es so, ja, dann gehen sie halt ins Internet und dann wissen sie ganz genau, was los ist. Ihr habt beide eben schon was über Mönchengladbach gesagt, du hast gesagt, ja, tolle Stadt, du hast gesagt, den Dialekt kannst du bis heute noch nicht. Warum bist du, obwohl du München ja auch super gerne magst und den Dialekt noch gut sprichst, warum bist du trotzdem hier geblieben? Ja, ich könnte jetzt ausholen, aber ich war ja zweimal da mit Bayern hier am Böckelberg. Und zweimal haben wir sie gekriegt. Und ich habe mir nicht gedacht, dass ein Fans in einem Stadion eine Mannschaft so hassen können wie uns Bayern damals. Und als ich dann das Angebot gekriegt habe, als ich hätte erst nach Köln wechseln sollen. Ja, ja. Und mit Köln war eigentlich schon alles klar. Bis dann da auch wieder Randale aufkam, weil sie ziemlich weit unten gestanden sind. Ich glaube, einen Platz vor Gladbach. Gladbach war 17. Und dann kam das Angebot und dann habe ich gesagt, ich fliege runter, schauen wir nochmal alles so. Und dann ging das eigentlich relativ schnell. Es ist zwar an dem Tag, bei dem Spiel in dem Stadion, alles schief gegangen mit Fanboykott, mit Pfiffen ohne Ende, sie haben dann glücklich 1-1 gespielt gegen Frankfurt und ich bin dann wieder am Flughafen und da kam Uli Hoeneß auf mich zu, weil die haben zur gleichen Zeit in Düsseldorf gespielt und hat mich gefragt, wie es war, dann habe ich gesagt, da will ich hin. Bist du jemand, der gerne auch mal den unbequemeren... Oh? Ich wollte nur kurz unterbrechen, kaum zu glauben, aber war, ist tatsächlich schon Halbzeit. Wobei wir keine Seiten wechseln. Also Halbzeit? Ich habe gedacht, das ist aus. Nein. Es gibt immer zwei Halbzeiten. Bist du jemand, der gerne den unbequemen Weg geht? Ja, eigentlich schon. Man hat mich ja als Spieler auch geliebt oder gehasst. Ja, also ich gehe schon gern das Risiko. Und für mich war es wichtiger, was vor der Mittellinie passiert, als wie was dahinter passiert. Was heutzutage ja nicht so oft der Fall ist. Für einen Verteidiger. Charlie, hat es dich nie nach Berlin oder Bad Wörishofen zurückgezogen? Nein, also ich bin immer da, wo ich gelebt habe, egal wo es war. Bin jetzt hier 50 Jahre Gladbacher geworden, neue Gladbacher. Nein, Berlin ist sicherlich eine Metropole, die ihren Wert hat heute besonders. Aber und Wörishofen ist nicht mehr das Wörishofen meiner Zeit. Also das ist ein normaler Kurort geworden, obwohl unsere Profis hier, unsere jetzigen Profis, vor ein oder zwei Jahren tatsächlich auch noch in dem gleichen Hause waren, in dem ich also vor bald 60 Jahren eben tätig war. Aber hingezogen hat es mich eigentlich nicht, nein. Was mögt ihr denn an Gladbach und was mögt ihr nicht? Ich habe nie in Gladbach gewohnt, außer im Hotel die ersten 4 Wochen. Sonst immer Erkelenz? Nein, ich war vorher mal ein bisschen am Land, noch weiter weg, da im Röttgen, ja. Und bin dann, aber dann, als der Nachwuchs kam, bin ich dann näher hierher gezogen. Wegberg war mir auch noch zu klein zur damaligen Zeit. Und da bin ich direkt nach Erkelenz gezogen. Ich wollte immer ein bisschen außerhalb sein, ich wollte nicht in Gladbach wohnen. Und oh, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, da geht ein Telefon, ein Handy und wir sagen es immer, wenn ein Handy geht, ist überhaupt kein Problem, wir wollen nur wissen, wer dran ist. Sagt er uns gleich. Wunderbar. Na, und jetzt wohne ich seit 22 Jahren in Erkelenz, wir sind sehr zufrieden und wie man sieht, ich bin immer noch da. Und Charlie, gefällt dir was an Gladbach besonders? Ja, oder? Also ich hatte das Glück, muss ich sagen, auch in meinen Vorgesetzten hier in Mönchengladbach, Dr. Bayer damals, Grassoff, Dr. Gerhards, sehr zugängliche und nette Leute direkt kennengelernt zu haben, die mich also auch weiter empfohlen und rumgereicht haben. Ich habe hier den früheren Ministerpräsidenten Franz Meyers, der hier aus der Stadt
kam, kennengelernt und auch betreut, bin mit sogar mit auf Wahlreisen in den 60er Jahren gewesen. Ich habe also das Glück gehabt, gute Leute kennenzulernen, damals Mercedes Wilberts oder egal wer es war. Also es waren, war schon die, die, ja, ich sag jetzt mal Creme der, der, der Creme, und ich habe mich also bewährt, will ich mal ganz vorsichtig sagen. Ich habe die Kontakte behalten, bis ich dann irgendwann Schluss gemacht habe. Und deswegen habe ich also nie ein Negativereignis hier in Mönchengladbach erlebt. Auch kein sonstigen Dinge, also kein Einbruch oder kein Unfall oder diese Dinge sind mir erspart geblieben. Und deswegen habe ich also keinen negativen Gedanken an diese Stadt. Verfolge sie natürlich in ihrer Entwicklung, hängt immer ein bisschen hinterher, aber das macht nichts. Verfolgst du auch Borussia noch in ihrer Entwicklung? Ja, ja, ich bin ja, man hat mich zum Ehrenmitglied gemacht, neben 4, 5 anderen, und ich bin auch im Ehrenrat noch des Vereins, also in dem erweiterten Gremium des Vorstandes, und bin also nach wie vor noch bei der Borussia und gehe zu den Heimspielen im Moment nicht so sehr, weil sie mir den halben Fuß abmontiert haben und ich hier mit meiner Krücke weiter hantieren muss hier. Kastel, verfolgst du Borussia? Ja, einmal im Jahr. Schau es mir mal an. Nein, Spaß beiseite. Ich habe fast jedes Heimspiel. Und teilweise fahren wir auswärts auch noch ab und zu mit. Was glaubt ihr, was ist möglich, beziehungsweise wie seht ihr die Entwicklung im Moment? Ich nicht Fußball. Nein, ich glaube, der Sieg gegen Hertha war unwahrscheinlich wichtig jetzt in der letzten Zeit, weil sie doch eine Negativserie gehabt haben. Und ich glaube, dann wäre es im Mittelfeld verschwunden so richtig. Und dann wäre bis zur Winterpause, wenn sie dann nicht genügend Punkte geholt haben, wäre dann gar nichts mehr gegangen nach oben oder nach unten. Und das ist halt das Niemandsland und da will keiner spielen. Ja? Entweder spielst du ganz oben oder ganz unten, weil da ist immer was los, so haben es mir zumindest früher gesagt. Glaubst du, sie können irgendwann nochmal Meister werden oder einen Titel holen? Titel kann so ein Verein wie Gladbach kann eigentlich nur einen DFB-Pokal holen. Was anderes ist eigentlich utopisch. Also du wirst wahrscheinlich nicht Meister werden, solange meine Bayern da sind. Du wirst international, sind die Mannschaften eigentlich zu stark, wenn es dann zum Schluss hier geht. Und im Endeffekt wirklich kannst du dich nur auf den DFB-Pokal konzentrieren. Und da musst du der Glück haben, dass Bayern vorher ausscheidet. Du hast gerade gesagt, meine Bayern. Also da hast du ja sowieso nie einen Hehl draus gemacht. Du hängst schon noch dran, ne? Ja, natürlich, es ist ja klar. Ich bin da aufgewachsen und da groß geworden bei dem Club. Man sagt ja immer, die zwei Herzen in meiner Brust, also ist schon noch mehr Bayern. Gibt es bei dir irgendeinen Verein, der außerhalb Borussia... Ich bin kein ausgesprochener Bayern-Fan, aber ich habe natürlich auch über Jupp Heynckes immer Kontakt auch zu den Bayern gehabt und habe mich auch dort bei verschiedenen Themen, zum Beispiel als wir unser Internat eingerichtet haben, informiert, wie machen die das. Ich hatte auch Kontakte gehabt zu Werder Bremen und bin also kein Köln-Hasser oder sowas. Das habe ich mir erspart, ja. Wollte Jupp Heynckes dich nicht auch eventuell mitnehmen? Mal irgendwo hin? Nee, ein Netzer wollte mich mal, als der in Madrid war, 73 nach Madrid lotsen. Aber ich habe ihn dann gefragt, wenn du weggehst, was soll ich denn da? Da musst du mich weiter mitnehmen dann, Mensch. Entweder als persönlichen Masseur oder was. Nein, nein. Mit Günter Netzer, du hast ja eben gesagt, ihr habt nicht über Fußball gesprochen. Über was hat man dann gesprochen? Über Weiber und über was weiß ich, also über ein Leben J, wenn es sein musste. Ne? Also wir hatten ein Gesprächsthema ohne Ende. Hinter uns saß immer Berti Fuchs mit den großen langen Ohren, und der alles mitkriegen wollte, über was wir uns unterhielten. Ja? So war es ja. Ach, da hört er leider auf. Günter Netzer hat ja das Lovers Lane gehabt. Da habe ich gehört, du hättest eine Flasche immer für dich gehabt, ne? Oder hast du mal erzählt zumindest? Ja, Lovers Lane liegt ja nun hier schlecht, das lag hier schräg gegenüber. Und ich habe das, wissen die wenigsten, bevor es das Lovers Lane wurde, war das ein Friseursalon, ein Friseurgeschäft gewesen auf der Waldhausener Straße. Und ich habe
Er hatte mich gefragt, ob ich ihm helfen würde, könnte diesen Friseursalon zu entkernen. Und dann habe ich also ihm dabei geholfen, bis das Ding dann leer war, der Laden leer war und er das dann so gestaltet hat, wie er oder seine damalige Freundin das sich vorgestellt hatte, wie das hier in Gladbach. Das war ja für Gladbacher Verhältnisse eine Sensation, beziehungsweise so schon was Außergewöhnliches und was Besonderes, eine Diskothek einfach in Aluminium auszulegen. Ne? Und dann hat er mir als Dankbarkeit eben eine Flasche Dimpel oben auf den Tresen gestellt. Der Schäcker war der Pico, auch hier bekannt. Und gelegentlich durfte dann mal an meine Flasche jemand mal mit rangehen. Ja. Gelegentlich. Die soff ich lieber alleine. So, ich würde euch gerne Menschen nennen, die mit euch am gleichen Tag Geburtstag haben, zumindest was die Monate betrifft. Thomas, am 31.05. haben auch Geburtstag. Colin Farrell, Schauspieler, Rainer Werner Fassbinder, der Regisseur, Karin Kietze-Ludwig, Clint Eastwood, Peter Frankenfeld und Marco Reus. Mit wem würdest du gern tauschen? Da bin ich ja in einer guten Gesellschaft. Da ich ja schon Fußballer war, nehme ich den Colin Farrell. Als Schauspieler, warum würde ich das mal reizen? Ja, mit Sicherheit. Vor der Kamera stehe ich, meine, die hat da nie Probleme mit irgendwas. Ist mit Sicherheit eine interessante Aufgabe. Charlie, bei dir habe ich stehen. Am 11.04. Lisa Stansfield, die Sängerin, Simone Tomalla, die Schauspielerin, Bernd Eichinger, Filmproduzent und Vater Abraham, der damals das Lied der Schlümpfe gesungen hat. Ja, ich kann mit allen vier nichts anfangen. Seid ihr musikalisch? Van Halen hast du eben gesagt, als Lieblingsband. Könnt ihr auch selbst musizieren? Na. Charlie, kannst du ein Instrument spielen, singen, musizieren in irgendeiner Art und Weise? Naja, ich habe natürlich als Kind den üblichen Klavierunterricht gehabt, aber das ist halt dann doch eingeschlafen. Ich konnte mal auf der Mundharmonika ein bisschen was zustande bringen, aber in der Schule, in der Penne, hatte ich Trompetenunterricht und auch der ist verloren gegangen. Schade, schade. Wir kommen nämlich jetzt zu einem Punkt, ja, Welturaufführung möchte ich es mal nennen. Es ist ein neues Lied über Borussia Mönchengladbach. Dann könnt ihr euch ganz entspannt zurücklegen. Den Terminator möchte ich bitten, die Fragen einzusammeln, die unser Publikum hat. Ihr habt hoffentlich auf euren Sitzen auch Stifte gefunden. Einfach auf dem Bierdeckel eine Frage schreiben an unsere Gäste und die sammeln wir dann gleich ein. Und nach dem Song gehen wir zu diesen Fragen über. Kurz umbauen, dieses Lied heißt, wenn du ein Mädchen wärst, VfL, also kurz die Gitarre genommen. Wenn du ein Mädchen wärst, VfL, würde ich dich küssen. Ich legte dir mein schwarz-weiß-grünes Herz zu Füßen. Meine Borussia, das eine sollst du wissen. Wenn du ein Mädchen wärst, VfL, würde ich dich küssen. Du warst meine erste Liebe und du bist es immer noch. Keiner anderen bin ich so treu wie dir. Und ich weiß auch noch, in 120 Jahren und noch mehr geht es vielen anderen genau wie mir. All die Jahre haben wir so viele Tränen schon vergossen. Mal aus Freude, mal Verzweiflung, mal aus Wut. Du hast einige Elfmeter und ich mich in dich verschossen. Doch spätestens am nächsten Samstag ist alles wieder gut. Wenn du ein Mädchen wärst, VfL, würde ich dich küssen. Ich legte dir mein schwarz-weiß-grünes Herz zu Füßen. Meine Borussia, das eine sollst du wissen. Wenn du ein Mädchen wärst, ich würde dich küssen. Ja, wenn du Bayern wärst, da werd ich dich verwursten. Und wärst du Augsburg, ja, dann ließ ich dich verdursten. Wärst du wie Stuttgart, gäb statt Maultaschen Backpfeifen.
Und wärst du Wolfsburg, kämst du unter meine Reifen. Wärst Leverkusen du, ich geb dir bittere Pillen. Wärst du wie Frankfurt, würde ich als Fan mich grillen, die Würstchen. Wärst Werder Bremen du, dann könntest du dich erstmal knicken. Wärst du wie Hoffenheim, könntest du an deinem Geld. Oh. Wärst du der BVB, ich schick dich in die Wüste. Und wärst du Freiburg, ja, dann kämst du in die Kiste. Wärst du wie Köln, ja, da fällt mir nichts zu ein. Der FC Köln ist halt ein... Nee, das kann ich nicht sehen. Moment, gleich hab ich's, da gibt's auch nichts zu lachen. Ja, wenn du Köln wirst, würde ich mit dir sofort Schluss. Nee, kann ich auch nicht singen. Zum Schluss habe ich noch einen und den müsst ihr jetzt genießen. Ja, wäre ich Köln-Fan, würde ich mich lieber... Nee, das ist zu hart. Moment. Ja, einen hab ich noch, den sollt ihr jetzt noch kriegen. Ja, wenn du Köln wärst, ließ ich dich einfach links liegen. Vielen Dank. Wenn du ein Mädchen wärst, VfL, würde ich dich küssen. Wir haben eben gehört, du wärst beinahe zum ersten FC Köln gegangen. Das war auch noch gar nicht so bekannt. Du warst fast mit den Kölnern klar, hast du eben gesagt. Warum dann doch? Also es kann ja nicht das Spiel gewesen sein von Borussia, bei dem alles schief gegangen ist. Warum hast du dich doch für Mönchengladbach entschieden? Menschenverstand. Gut, ich wusste, wie die Art und Serie ist und wie das Stadion sowieso, das war... Letztes Mal haben mich die Kinder wieder gefragt, was mein schönstes, bei einer Schule haben wir so ein Quiz gemacht, was mein bestes oder schönstes Stadion war, wo ich gespielt habe. Und da kam sofort wie aus der Pistole geschossen, ja natürlich der Bickelberg. Ja, schade, dass er nicht mehr da ist. Also es war ein einzigartiges Stadion, ich wollte da immer drin spielen. Und ja, dann habe ich es halt zu meinem Heimstadion gemacht. Es war lange Zeit auch dein Heimstadion. Charlie, gibt es irgendwas in deiner langen Zeit, an das du dich ganz, ganz, ganz besonders gerne zurückerinnerst? Naja, die großen Erfolge natürlich, also besonders die Doublette 1975, als wir in Enschede UEFA-Pokalsieger wurden, für den Hennes Weisweiler schon bekannt war, dass er nach Spanien gehen würde, es aber noch verheimlichte und wir aber noch zwei Bundesligaspiele machen mussten, um eben auch 75 noch die deutsche Meisterschaft zu holen, die wir dann ja auch geholt haben. Wusstest du es denn schon? Ich wusste es nicht, um Gottes Willen, nein. Ich rede ja auch schon mal ein bisschen viel. Also man kommt ja dann, wenn man dann so eine brisante Sache wüsste, in die Verlegenheit. Und das wäre ja fatal gewesen. Ja. Nee, also ich wusste nichts davon. Gab es denn noch irgendwas, wo du dich nicht gern dran erinnerst? Oh. Nee, wir haben eigentlich, ich meine... bin mit der Mannschaft oder mit den Mannschaften zusammen nicht abgestiegen. Das war nach meiner Zeit, diese zweimal. Wir haben natürlich, wenn ich mich mit einbeziehe in die Mannschaft, ich war ja sowas wie ein Teil doch mit der Mannschaft, 17. Mann, bei Niederlagen, die fatal waren oder die, so wie in Everton damals bei dem UEFA-Pokalspiel, wo man also litt oder wo die damalige Mannschaft sich schwor und die war so gut in Schuss, dass sie ein Jahr darauf die Meisterschaft nochmal wiederholen wollte, zweimal hintereinander, hatte bis dahin noch niemand. Aber wir haben das geschafft, wir sind also dann 70 Meister geworden und 71 Meister geworden. Ich war, wie gesagt, mit dabei, war also eine tolle Zeit, unvergleichlich tolle Zeit. Ja. Bei diesem Everton-Spiel hat Wolfgang Kleff, glaube ich, die Klopapierrolle aufgehoben und hat dann Weitschuss reinbekommen. Habt ihr darüber geredet?
Natürlich nicht. Ich habe mich also fußballisch raus. Das war aber nicht in Everton, sondern das war in Gladbach. Ach, und dadurch haben wir 1-1 gespielt. Aber für den Wolfgang Kleff war dieses Rückspiel in Everton, das ja durch Elfmeterschießen beendet wurde, Herbert Lahm auch noch einen Elfmeter, glaube ich, verschossen hatte und Luki Müller, glaube ich, der Beginn seiner Karriere in Richtung auch Nationalmannschaft. Er ist dann irgendwann von Helmut Schön entdeckt worden und war dann während der Weltmeisterschaft 74 ja mit in der Nationalmannschaft im Team, damals als sie Weltmeister wurden. Kaste, deine Zeit bei Borussia, was war da das Highlight? Mein Highlight war mein Fan auf der Gegengerade Stehtribüne, wenn ich zum Warmmachen rausgegangen bin und er ist schon am Zaun gegangen. Kastmeier, du faule Sau, beweg dich mal. Ich habe ihm dann erklärt und das vielleicht 3-4 Mal, dann habe ich es bleiben lassen. Vor jedem Heimspiel hat der sich an dem Zaun gehängt und war am Plärren und ich habe gesagt, Junge, ich gehe doch erst zum Warmmachen. Natürlich war mein Ding dann, als wir zu Hause gegen 60, ja, das haben sie erst vor kurzem wieder im Stadion gezeigt, als ich da ausgerutscht bin und den Elfmeter drüber geschossen habe, was ja nicht so oft vorkommt. Ja, da haben sie mich dann natürlich, als ich dann ausgewechselt bin, kamen dann auch ein paar so Kandidaten runter von der Haupttribüne und haben mich dann als Bayernsau beschimpft, obwohl ich schon 6 Jahre da war. Gut. Das sind deine Highlights, okay. Aber das steckst du dann weg. Ja. Schon mal schade, dass wir das mit dem Fan nicht wussten. Den hätten wir heute eingeladen, oder? Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Vielleicht ist er da, ist er da. Nee, wird sich jetzt nicht trauen. Bitte, was sagst du? Ja, wir haben jetzt von Böckelberg geredet. Natürlich war mein größtes Ding im Endeffekt dann, dass wir natürlich nach dem verlorenen Finale 92, dass wir 95 nochmal hingefahren sind und haben das Ding dann endlich geholt. 92, du sprichst an, da hat Kalla Flipsen ja einen Elber verschossen. Mit dem Flipsen und Fach, die haben mich einen Titel gekostet. Ihr spielt zusammen mit der Weißweiler Elf, wird da oft noch gefrotzelt, wenn es einen Elber gibt? Naja, wenn er blöd macht, wenn er einen auf blöd macht, der Kalle, dann kriegt er schon nochmal um die Ohren. Da haben Fußballer ein ganz gutes Gedächtnis, ne? Was sowas betrifft. Sowas vergisst du nicht. Vor allen Dingen, wenn du nach 120 Minuten davor gehen musst, in dem Stadion und einen Elfmeter schießen musst. Lieber Terminator, wo sind die Fragen? Wie sich gehört, im Hut. Gut. Vorher noch ein Timecheck. Wir haben leider nur noch 14 Minuten. Also, wir haben ja noch viel Programm. Okay, hol raus. Werde ich mal reingreifen. Jetzt nimmt der Terminator euch mal in die Fragenmangel. Unser gutes Fachpublikum stellt die erste Frage. Hallo Thomas. Es geht schon los. Tut mir leid. Harter Schuss. Hat sich schon mal ein Keeper einen Finger gebrochen, soll ich fragen? Ja. Mehrere Finger. Mehrere Keeper gleichzeitig. Ich meine, ich könnte jetzt einmal eine Geschichte erzählen hier am Böckelberg vom Warmmachen. Also da reden wir nicht vom Finger. Früher am Böckelberg war es ja so, dass die Rollstuhlfahrer hinterm gegnerischen Tor vorbeigeschoben wurden. Ungelogen, das ist eine wahre Geschichte. Und kurz vor dem Reingehen haben wir immer die Bälle so 20 Meter vor das Tor gelegt und haben natürlich nochmal richtig abgeratzt. Ja, und meiner ging halt daneben. Und genau über die Bande und dann ist der nur noch nach vorne gefallen. Also erst habe ich mir gedacht, hat so einer gesehen? Und dann musste ich natürlich da hinlaufen und nachgucken und dann haben sie ihn wieder nach oben gebogen und nach dem Spiel war also nichts. Nach dem Spiel habe ich ihm dann mein Trikot geschenkt. Okay. Aber wenn ich sage abfackeln, dann meine ich richtig. Und danach hat Borussia dich extra versichert gegen solche Vorfälle? Nein, ein halbes Jahr später habe ich dann den Manolo oben von seinem Stuhl runtergeschossen mit der Trommel. Sehr gut. Du bist schuld. Die nächste Frage vom Terminator. Die nächste Frage, die könnte natürlich an beide gerichtet sein. Ich stelle sie auch mal an beide. Euren schönsten Moment, den ihr mit Borussia erlebt habt. Ich meine, ihr habt schon ein paar Sachen erzählt. War es der Pokalsieg? War es das Double? Also aus meiner Sicht heraus würde ich sagen, der Aufstieg in die Bundesliga 65
war ein nicht nur ein Highlight, sondern etwas Besonderes, eben auch nicht nur für diese Stadt hier etwas Besonderes, weil gab ja noch größere und andere Städte, die also auch gerne in der Bundesliga gewesen wären, wir natürlich auch, aber es gab wie gesagt noch andere. Und dieser Aufstieg 65 nach einem Jahr Arbeitstätigkeit von unserem, von dem wir gerade gesprochen haben, Hennes Weisweiler, kam 64 zu uns. Und nach einem Arbeitsjahr schafft er eben die Mannschaft, die Qualifikation zur Aufstiegsrunde, besteht die Aufstiegsrunde gegen drei andere Vereine und wir waren in der Bundesliga und sind dann über Jahrzehnte hin drinnen geblieben. Kaste? Ja, es ist und bleibt der Pokalsieg. Dann habe ich hier eine Frage, wahrscheinlich auch an den größten Insider von euch. Existiert noch der abgebrochene Pfosten von Herbert Laumann? Gibt es den noch irgendwo? Den gibt es noch. Der wird dann im Borussia-Museum zu sehen sein, was es ja, in nicht allzu langer Zeit dann am Borussia-Park zu sehen gibt. Die kann ich beantworten. Wie war das denn damals? Was hast du da gedacht, Charlie, als das Ding brach? Also von dem Ding da, was bei der Borussia steht, stimmt die Hälfte nicht. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Denn den original abgebrochenen Pfosten mit der Hülse, die in der Erde steckte, die habe ich an mich genommen, nachdem unser Geschäftsführer mir den Auftrag gab, die zu entsorgen. Und das habe ich dann auch getan. Und die ist heute im Besitz eines Freundes, auch hier im Raum, der mit meinem Einverständnis diesen Pfosten und diese Hülse an das DFB-Museum verliehen hat. Die bauen ein Museum in Dortmund gegenüber dem Bahnhof, Hauptbahnhof, und da wird dann in Zukunft dieser Torpfosten zu sehen sein. Der im Stadion befindliche, das ist also das gleiche Tor, aber der rechte Pfosten vom Torwart aus gesehen, der rechte, nicht der linke, der abgebrochen ist, und der... Aber das sind die Feinheiten, die also nur Fachleute wissen. Und wir jetzt hier im Kitchen Talk. Hat sich schon gelohnt heute Abend. Also ich hätte da noch eine an Kaste. Könnte von deiner Mutter sein. Seit wann rauchen Sie und warum? Weil ich sonst zu viel essen würde. Und dann habe ich noch eine Frage an den Charlie, beziehungsweise sogar zweimal aus zwei Deckeln die gleiche Frage. Massieren Sie noch? Und wenn ja, was würde heute eine Massage bei Ihnen kosten? Haben Sie heute Abend nichts mehr vor? Also ich bin froh, dass ich ja gerade dieses Mikro noch halten kann. Ich habe leider eine Polyneuropathie, die also auch in die Hände übergegangen ist. Ich bin also taub in den Händen, in den Füßen sowieso. Und was eine Massage kosten würde... Oh, ich würde die Leute schon rasieren, ja. Sehr gut. So, die letzte geht nochmal an den Kaste. Warum kann heute keiner mehr so richtig pengeln, wie du früher aufs Tor geknallt hast? Ja, dann bist du mit den Chaka fragen. Hatte ich mir als Frage auch aufgeschrieben, bist du da eigentlich heute manchmal noch stolz, wenn bei so einem Tor wie Chakas geschossen hat, dein Name immer wieder fällt und das mit deinen Schüssen verglichen wird? Ja gut, das Freistoßtor von mir, das sieht man ja noch, das eine, das da damals in Bochum das Tor des Monats geworden ist. Fakt ist einfach, dass ich als Kleiner schon einen unwahrscheinlichen harten Schuss gehabt habe und habe ihn halt dann weiterentwickelt. Und im Endeffekt war es dann so, dass mein linker Arm immer stärker wurde und so hatte ich zwei gleichwertige fast. Ja, aber bist du da noch manchmal stolz? Ja, natürlich ist man stolz, wenn so ein Tor fällt und es fällt sofort dein Name. Ja, also dann weißt du wenigstens, dass sie ein bisschen was von dir behalten haben. Ich seh das auch überhaupt nicht so, wie die Leute immer sagen, dass wir früher wenig glauben sind auf die Außenbahnen. Also ich bin da ganz anderer Meinung. Ich glaube, dass ich immer viel unterwegs war. Ja, also... Ich glaube, bei dir bestreitet es, glaube ich, auch keiner. Du hast gerade gesagt, du hast den Schuss trainiert. Wie hast du trainiert? Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, mit Cola-Dosen auf die Latte gestellt und
dann versucht die runterzuschießen, stimmt das? Ja gut, das ist eine Sache, wenn du so schießt wie den Freistoß mit Vollspann oder ob du über die Mauer schießt. Ich habe ja, glaube ich, 15, 16, 18 Freistoßtore gemacht, die meisten waren ja über die Mauer geschnippelt. Ja. Es waren ja nicht immer so eine dabei wie da in Bochum. Wir haben sie damals eine Holzmauer in München noch geschnitzt, wo ich war, in Möbertshofen, ein kleiner Verein, ja, dass das Tor nicht siehst und da ist trainiert worden und es ist halt immer wieder trainiert worden. Dann habe ich mal ein 5-Meter-Tor hingestellt, ja, weil die Mauer ist meistens nicht so groß wie das 5-Meter-Tor, das ja 2 Meter hoch ist. Ja, und dann hast du es halt ein bisschen verfeinert. Natürlich hat es nicht immer so funktioniert, aber oftmals war es ganz gut, dass es doch geklappt hat. Totti, wenn wir jetzt im Stadion wären, käme jetzt hinter dir auf der Leinwand diese Breitling-Uhr, Restspielzeit noch 5 Minuten. Ja, heute wäre das von OLS gesponsert. Danke übrigens nochmal OLS Oversea Logistic Services, die dafür sorgen, dass Kultur in Mönchengladbach, speziell in der Kulturküche, auch heute wieder gratis ist. Danke an dieser Stelle. Eins ist mir eben im Ohr geblieben, Charlie. Als du gesagt hast, dass du mit Günter Netzer über Weiber geredet hast, da hätte Berti Vogts mit so großen Ohren hinten gesessen. Ist das häufiger vorgekommen? Die großen Ohren oder die Weibergespräche? Naja, es ist ja bekannt, dass der Günther eben so seine eigenen Wege ging und auch seine eigenen Leute kennengelernt hatte, irgendwie, irgendwo, Michael Flecker. Und da gab es also eine blonde, attraktive, damals junge Frau, inzwischen ist sie also auch noch keine Greisin, aber auch doch in die Jahre gekommen. Elke Sommer hieß die Frau und die lebte dann irgendwann verheiratet in Amerika, stammte aus dem Fränkischen, da aus Erlangen und gelegentlich vor Günther dann also zum Skat-Spielen, nannte man das damals, nach Erlangen, um mit der Mutter und die hatte, glaube ich, noch einen Bruder, eben Skat zu spielen. Ja, ja, okay. Mit euch würde ich jetzt gerne das Kitchen Quiz spielen. Wir haben, glaube ich, nicht mehr so lange Zeit. Es muss eine schnelle Runde werden, also weniger als 5. Denn auch heute wieder gibt es was zu gewinnen, allerdings nicht für den Gewinner des Quizzes, sondern für eine Institution, die ihr euch dann bitte aussucht, vorausgesetzt ihr gewinnt dieses Quiz. Es ist ganz einfach, ich stelle euch Fragen und für jede richtig beantwortete Frage wird unser Timinator einen Becher wegstellen. Wer als erster 5 Becher weg hat, der gewinnt und darf dementsprechend aussuchen, an welche Institution ein gewisser Geldbetrag geht. Und zwar ein Geldbetrag, den wir am Ende des Jahres einnehmen durch Versteigerung von Sachen, die unsere Gäste hier im Kitchen Talk mitgebracht haben. Zum Beispiel heute hier etwas, das ist ganz neu, Kaste, ne? Das gibt es noch gar nicht. Was ist das genau, was macht man damit? Das Ding tust du in die Gefriertruhe, wenn es draußen richtig heiß ist, und dann holst du ihn raus und dann sind die ersten 5 Bier sind eiskalt. Du holst ihn raus und die ersten Bier sind... muss ich kurz sagen lassen. Im Gefrierfach, das gibt es noch nicht. Wirklich das allererste Exemplar. Da kriegen wir noch Autogramme drauf von der Weißweiler Elf, vom Borussia. Auch das wird versteigert. So, bevor die 64 Minuten, 49 Sekunden aber um sind, starten wir mit unserem Kitchen-Quiz. Ich möchte euch bitten, hier diesen Buzzer zu nehmen. Und wenn ihr glaubt, ihr könnt die Frage beantworten, dann bitte einfach draufdrücken und antworten. Nur kurz, grün habe ich für den Charlie, weiß ist der Kaste und ich spiele ausnahmsweise mal mit, ich bin das schwarze Schaf hier. Okay, Regeln einigermaßen soweit verstanden? Gut, dann fangen wir an. Wie viele Sterne trägt die deutsche Nationalmannschaft auf dem Trikot? Christoph war der Erste. Das sind jetzt 4, ne? Der Terminator hat recht, ein Becher weg für dich, wunderbar. Wer rüttelt sich, wer schüttelt sich, wer wirft sein Säcklein hinter sich? Ich kenne die Fragen nicht, aber Rumpelstilzchen? Nein. Und damit dürfen unsere Gäste jeweils einen Becher wegstellen. Wisst ihr die Antwort? Der Nikolaus. Nein, auch nicht. Charlie? Der Biber Butzemann natürlich. Ihr kennt das Kinderlied nicht. So, bleiben wir beim Niederrheinischen. Was ist Mure Jubel?
Charlie hat recht. Ja, das sind Schweinsfüße mit Speckrüben nach einem ganz bestimmten Rezept. Das stammt hier vom Niederrhein. Ja. Moro Jubile ist sogar ein Karnevalsruf in Süchteln. Da wird also Moro Jubile gerufen. Sind Dülkner hier anwesend? Moro Jubile, und da gibt es die Antwort darauf, Muresaat. Muresaat. Ja. Ich weiß nicht, was das für ein Rezept ist, aber ich lasse es einfach mal gelten. Ich lasse es gelten. Möhrengemüse wäre auch richtig gewesen. Jetzt, aber weil Kaste eben schon sagte, so, ja, schön, bei Niederrheinisch, dann bleiben wir jetzt mal beim Bayerischen. Was ist denn ein Ohrkotzelschwarf? Ja, also der Schwanz eines Eichhörnchens. Kaste? Richtig. Jawohl, richtig. In welchem Jahr wurde der Krimi Tatort, die Krimiserie Tatort, das erste Mal gesendet? In welchem Jahr? Keiner traut sich, ich sag's, 1970 wäre es gewesen. Wer malte das berühmte Gemälde Mona Lisa? Charlie? Nein, Rubens war es nicht. Becher weg bei Kaste und bei unserem Terminator. Leonardo da Vinci wäre richtig gewesen. Das sind Fragen, da kann man sich nur blamieren. Wie viele Liter passen in den DFB-Pokal? Circa. Vier. Nein, doppelt so viele. Acht wären es gewesen. Da haben sie uns ja damals beschissen. So, wie viel sind weg? Ja, du musst dich beeilen. Es geht um die letzte Frage. Wir haben aber auch nur noch ein paar Sekunden. Okay, wer schoss im DFB-Pokalfinale 1992 beim Spiel Borussia gegen Hannover das erste Tor? Dolin. Dolin? Nein, war es nicht. Und damit ist der letzte Becher weg bei unserem Terminator. Ich war's. Er war's. Thomas Kastenmeier. Ich war's, sagt er. Nicht nur ich war's. Das war's mit Kitchen Talk Nummer 10. Wenn es euch gefallen hat, klickt rein bei YouTube auf den Kulturküchenkanal. Dankeschön an unsere Gäste Thomas Kastenmeier, an Charlie Stock. Danke an den Terminator. Danke an die Kulturküche. Dankeschön an das Publikum, an euch. 64 Minuten, 49 Sekunden sind schon wieder vorbei. Dankeschön an die Technik. Dankeschön an OLS, Michael Lang mit Oversea Logistics Services, die das Ganze heute gesponsert haben. Wir freuen uns auf den nächsten Kitchen Talk, auch wenn wir jetzt überziehen. So viel Zeit muss sein. Wir kennen die Gäste nämlich schon. Am 17.01. wird es sein, im Jahr 2015. Dann werden Knacki Deuser und Friedrich Küppersbusch zu Gast sein hier im Kitchen Talk. Einfach mal auf Facebook gehen, dann die Kulturküchenseite aufklicken und da gibt es dann nähere Informationen, wie ihr an Karten kommt, wie sie an Karten kommen. Apropos kommen, kommen Sie gut ins neue Jahr. Frohes Fest jetzt schon mal. Das war Kitchen Talk Nummer 10. Tschüss, ciao.